Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Queen's Tales 1, das Biest und die Nachtigall. Genau, ich habe ja hier vor der zauberhaften Fee hier aufgehört. Und wir haben ja in der ersten Aufnahme schon einiges erlebt. Wir haben unter anderem erstmal erfahren, dass unser Vater uns eine magische goldene Nachtigall uns schenken wollte. Was er ja auch getan hat. Bloß, wir haben ja dann etwas später im Spiel ja herausgefunden und auch gehört, dass unser Vater die Nachtigall von einem Biest gestohlen hat. Und deswegen ist das Biest ja auch so wütend auf den Vater gewesen, dass halt das Biest das so wollte, dass halt sein Vater, also unser Vater, nicht sein Vater, sondern unser Vater, für das Biest halt arbeiten sollte. Und das haben wir ja mitgekriegt und das wollten wir ja nicht. Und wir sind ja jetzt auf dem Weg zum Schloss des Biestes und wir haben ja auch eine Zauberin oder eine böse Hexe jetzt auch schon getroffen, die halt das verhindern möchte, dass wir halt zum Schloss des Biestes gelangen. Und wir haben ja auch süße kleine Fabelwesen, wie zum Beispiel unser Weihnachtchen oder wie der fliegende Troll oder die kleine fliegende Fee Johnny hieß, auch kennengelernt, und die haben uns ja auch geholfen. Und wir haben ja hier oben noch eine Zeit, wir haben jetzt nicht mal allzu viel Zeit bis 24 Uhr, bis Mitternacht, also wir müssen uns schon ein bisschen sputen, um unser Vater zu retten. Und ja, wir sind ja dabei, ne? So, dann schauen wir uns erstmal um. Okay, hier können wir die Nachtigall benutzen. Okay, große Pilze. Riesenpilze. Oh, da ist der Vogel gefangen. Den können wir jetzt aber leider noch nicht befreien. Ach ja, wir haben von der Fee halt die Aufweckpollen auch noch bekommen. Genau. Und ja. Schauen wir mal, wie es jetzt hier so weitergeht. Oh, eine Meerjungfrau. Toll. Hoppla, nun liegt die Schneeflocke auf dem Grund des Teichs. Toll. Gute Feststellung. Auf diese Seite gelange ich nicht. Ernsthaft? Die Meerjungfrau schläft tief und fest. Wie kann ich sie aufwecken? Ein Aufweckpollen? Did you come for that magic mirror? Well, I have it, but I'm missing something too. A gnome borrowed my harp and never returned it. Can you believe the nerve of that guy? If you bring back my harp, I'll give you that ugly old mirror. Okay. Findet die Harfe der Meerjungfrau. Jeder hier möchte etwas. Die Meerjungfrau möchte mir den magischen Spiegel geben, aber auch sie verlangt so einen Gefallen. Ein Zwerg hat sich ihre Harfe ausgeliehen und sie nie zurückgebracht. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Die Zeit wird knapper. Jo. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir haben ein Seil bekommen, okay. Irgendwie muss ich diesen Kristall entfernen. Ja, irgendwie ist gut. Können wir das nicht mit dem Seil machen? Nö, warum auch? Okay. Können wir hier das Seil benutzen? Nö. Okay. Tja. Kann ich dich mit den Riesenpilzen füttern? Nö. Okay, Karte, dann hilf mir mal. Was soll ich jetzt tun? Doch was bei der Meerjungfrau noch machen? Okay. Oder kann ich hier dasselbe benutzen? Nö. Ich wünschte, es gäbe Trittsteine, um die andere Seite zu erreichen. Ach so, hierfür brauchen wir die Riesenpilze. Und da hat sich natürlich jetzt ein Rätsel freigeschaltet. Ordne die Pilze in einer diagonalen Linie an, sodass die Kröte das Wasser überqueren kann. Verwende die Seerosenpfeile, um die Pilze zu bewegen.
Aha, okay. Ach so, meinen die das. Okay. Also diagonal, haben die gesagt, ne? Okay. Ich glaube, das habe ich jetzt schon falsch gemacht. Nochmal. Ja, das sieht schon etwas besser aus. So, jetzt aber. Oh, süß. Aber ich komme immer noch nicht an die Flocke. An die Schneeflocke heran. So, was brauchst du? Die Augen der Statue sind nicht so hypnotisierend wie sonst. Okay. Dann brauche ich die Nachtigall. Sehen aus wie Bären. Ja, sind auch welche. Vielleicht kann mir das Weinerchen helfen. Silly, I can't just make myself cry. Now I'm all giggly. Jetzt muss ich dich extra zum Wein bringen. Hilft die Chilischote? Ja. Oh Gott. Das war ja gemein von mir. Aber musste ich ja leider machen, sonst käme ich ja nicht weiter. Moment mal, kann ich dem anderen Kobold hier die Bären geben? Ja. Ja, da machst du Augen, ne? Ja, guten Appetit. Eine Taschenuhr. Okay. Kann ich hier das Seil benutzen? Nee. Eine Taschenuhr. Wo brauche ich jetzt eine Taschenuhr? Kann ich hier das Seil benutzen? Ja. Sehr gut. Jetzt habe ich einen Enterhaken. Kann ich vielleicht mit Hilfe des Enterhakens interessant werden? Ja. Und Schuppen. Oh, eine Schlange. Endlich scheine ich einer dieser silbernen Schlangen begegnet zu sein, von denen ich kürzlich gelesen habe. Ich sollte versuchen, sie zu zähmen. Ah, hier, mit der Taschenuhr. Ui. Eine Spirale. Ah, und die dienen als Augen, okay. Ja, lol, und das hat was gebracht. Ich kann die magischen Musiknoten nicht mit bloßen Händen einsammeln. Okay. Schuppen. Tja, wo brauche ich die jetzt? Das ist eine gute Frage. Ja, die Karte kann mir jetzt irgendwie nicht weiterhelfen. Armer Vogel, ich werde dich irgendwie befreien. Kann die Karte... Ach, ich wollte nicht den Tipp, ich wollte die Karte. Nö, die Karte kann mir jetzt momentan nicht weiterhelfen. Geil. Okay. Spiel, was willst du jetzt von mir? Kann ich hier irgendwie was einfangen? Was war das jetzt? Keine Ahnung. Karte? Ich stecke hier ein bisschen fest. Achso, ich kann da durch. Sag das doch. Das habe ich jetzt gar nicht realisiert. Netzgriff. Es gibt keine Lichtquelle. Jetzt schon. Oh Gott.
Vertausche die Teile, um die drei Tiere in jeder Säule zusammenzusetzen. Drehe die Säulen mit Hilfe der Pfeile. Vertausche die Bildteile oder schiebe sie auf eine leere Stelle. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Hier brauche ich irgendwie... Was ist das? Eine Ratte oder was auch immer? Ach so ist das. Oh Gott, Hilfe. Das ist ein Hirsch. Ja, das wird wohl... Nein. So, das wird wohl wirklich irgendwie eine Ratte sein. Ach Gott. Ja, das wird ja jetzt lustig. Ja. Ich brauche den zweiten Teil von der Ratte. Oder von der Maus oder was auch immer. Moment mal. Das sah doch gerade danach aus, genau. So, jetzt brauche ich irgendwie so den Halsbereich. Also machbar ist es auf jeden Fall. Ist das das hier vielleicht? Moment mal, ich muss das erstmal hier hinpacken. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, das Rätsel, aber es ist machbar. Nee, Quatsch, das ist ja was anderes. So, jetzt brauche ich nur noch den Kopf. Tja, wo ist denn der? Also da auf jeden Fall nicht. Da. So, okay, die Ratte habe ich jetzt schon mal. So, was mache ich denn jetzt? Das sieht mir irgendwie nach einem Chamäleon aus oder sowas ähnliches. Oder irgendwie eine Echse. Das könnte die hier auch schon sein. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt weiß ich nicht, passt das mit dem überein? Ja, Tatsache. Okay. Da brauche ich halt jetzt nur noch den Kopf. Ich glaube, das ist der. Jawohl. So, was kommt jetzt? Oh, sieht aus wie ein Feuerfisch. Okay. Ah ja, ein Teil ist ja schon mal richtig. Ja, sieht schon mal gut aus. Also ich finde das Rätsel ja irgendwie cool. So, der Fisch ist jetzt auch schon mal fertig. Okay, da haben wir alles. Okay. So, das heißt... Ich brauche jetzt nur noch den rechten Prisma zu Ende machen. So, der Hirsch ist fertig. Es kommt der Käfer. Der Vogel ist auch fertig. Ja, das ging eigentlich. Das ging. Fertig. Und da haben wir auch noch ein Wimmelbild freigeschaltet. Cool.